Und jetzt möchte ich noch einen Mann für das grande Finale auf die Bühne bitten, und zwar Kyrillos Moore! Lass doch mal was hören für Kyrillos! Let's go. Oh. Wenn ihr den Song kennt, könnt ihr dann gerne später mitschreien. Wir sind die Friedensbewegung. Oh. Berlin, geht's euch gut? Ah. Wenn du heutzutage für den Frieden bist, musst du eine Schutzweste tragen, denn man zielt auf dich und schießt auf dich. Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Kriegseintritt, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst und willst, dass Rammstein und schließt, kommen Angriffe wie Antisemit, unfassbare Freak, du Spinner, weh, du sagst nochmal Peace. Doch wenn wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Wie ist es von so vielen Leuten draußen, so wie ein Open-Air-Konzert zu geben, mit so einem Motto wie Frieden, Freiheit, Wahrheit? Es ist ein wunderschönes Gefühl, und das gar nicht, weil ich auf der Bühne stehe, sondern einfach, weil so viele Leute zusammenkommen, um wirklich gemeinsam diesen Moment zu erleben und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Weil genau darum geht es, wenn man sich hier umgeschaut hat, von ganz jung bis ganz alt, aus allen Richtungen. Das ist einfach so unfassbar, wie viele verschiedene Menschen hier zusammenkommen, aber für diesen einen Wunsch, für den Frieden. Und ich glaube, wir haben heute ein starkes Zeichen gesetzt, und ich war ein kleiner Teil davon, und darauf bin ich stolz. Sollte das öfters stattfinden? Es sollte am liebsten jeden Tag stattfinden, und das merkt man auch bei den Leuten, das gibt wieder Power, das gibt wieder Energie, gerade wenn man zu Hause in seinem Hamsterrad ist und wenn man immer wieder mit negativen Nachrichten bombardiert wird und man denkt sich, man ist so alleine und was ist da draußen los, dann kommt man hierher und merkt plötzlich, wie viele wir eigentlich sind. Und das sind ja nicht nur wir draußen, bei den Videos sind noch ganz viele, bei den Streams sind ganz viele, also wir sind viel mehr, als wir eigentlich glauben, und gerade so Tage wie heute, die geben wieder Power, um weiterzumachen. Und was würdest du den Menschen mitgeben, wie sollen sie weitermachen, weil es wird eine Marathon-Geschichte, und die Menschen sind doch jetzt ziemlich schon auch erschöpft und kaputt. Ich glaube, dass jeder in sich selbst diesen Punkt hat, dass für was er brennt. Für manche Leute ist das der Frieden, für die nächsten Leute war das die Pharmaindustrie, für die nächsten ist das die Gift in unserem Essen. Und ich glaube, wenn man den Punkt gefunden hat, der einem selbst wirklich wichtig ist, dann kann man auch weitermachen und weitermachen und weitermachen, weil man dafür brennt. Und ich glaube, das hat man auch heute gemerkt. Hier ging es natürlich um Frieden, aber auch um ganz viel, um Freiheit, um die Gesellschaft, um Persönlichkeit, um uns alle, um die Liebe, die wir in uns tragen. Und ich glaube, dass wir wirklich etwas verändern können, wenn wir diesen Punkt nicht loslassen. Eben nicht aufzugeben und nicht zu sagen, das hat alles keinen Sinn, sondern aus den Tagen heute Energie zu schaffen, um wieder weiterzumachen. Und ich mache in der Musik weiter, es gibt Leute, die machen in Medien weiter, Leute, die schreiben Artikel, Leute, die machen Bilder. Und dieses gesamte Bild ist das, was die Veränderung ausmacht. Die Veränderung ist nicht, was ich im Kopf habe, so soll die Welt sein, sondern wie wir zusammenkommen und die Welt gestalten. Das ist der wirkliche Wandel. Es liegt ja noch viel im Argen, und du hattest ja auch über die Bundeswehr und die Kriegstüchtigkeit gesprochen, und die Kameraden sind ja noch immer nach wie vor in Disziplinarverfahren. Einige, denen droht sogar die Haft, weil sie quasi nicht der Impfung entsprochen haben, obwohl sie gerade im Moment ad nunc ausgesetzt wurde am 28. Mai. Was für Worte hast du für unsere Kameraden? Bleibt stark, das ist einfach ganz, ganz wichtig, und auch ihr seid nicht alleine. Ich habe heute hier mit Bundeswehrsoldaten gesprochen, die teilweise Jahrzehnte gedient haben, aber die auch nicht mit dem einhergehen und mit dem einverstanden sind, was passiert. Und das merkt man, dass egal wo die jetzt noch sind, ob die in irgendwelchen Behörden sitzen, ob die beim Militär sitzen oder im RKI sitzen, es gibt überall Menschen, die denken wie wir, und denen, für die müssen wir der Rücken sein und zu sagen, ihr könnt das machen. Wir hatten ja gerade die RKI-Protokolle, die erschienen sind, und das war auch ein Mitarbeiter aus dem RKI, der das rausgebracht hat, und da merkt man, der hat all die Jahre durchgehalten, um jetzt dieses tolle Happening zu schaffen. Und genau das, diese gibt es überall, das dürfen wir nicht vergessen. Nicht alle beim Militär sind so, nicht alle bei Pharmaunternehmen sind so, sondern am Ende sind überall Menschen, und genau die müssen wir erreichen und den Rücken stärken, und ich glaube, das können wir gemeinsam machen. Kurz zu den RKI-Protokollen, bevor sie geschwärzt wurden, wurden sie geweißt. Es sind auch einige Namen entfallen. Zum Beispiel soll auch ein Herrn Baumgärtner selber gesagt haben, General, dass er dabei war damals, aber sein Name ist nirgendwo zu finden. Wie gehst du damit um?
Das ist ja eben ganz spannend. Jetzt haben wir erstmal die ungeschwersten Protokolle und da ist ja noch mehr drin. Da sind E-Mail-Verläufe drin, die plötzlich aufgetaucht sind. Also das Material ist riesig und in diesem Moment, während wir hier auf der tollen Friedensdemo sind, gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt gerade graben und suchen. Und das ist ja wieder nur der nächste Schritt. Die RKI, das war ja nicht das Einzige. Da gab es ja noch das Bundesministertreffen und dann gab es ja noch verschiedene andere Kommunikationen. Bestimmt die Pfizer zum Beispiel mit den Regierungen hatte. Also aufzudecken gibt es ganz, ganz viel. Und deswegen müssen wir es schaffen, dass jetzt dieses Thema groß in den Medien kommt. Und das haben wir auch geschafft. Ja, wir alle haben das geschafft. Und genauso wird es weitergehen, weil der nächste Whistleblower sitzt schon so. Der hatte vielleicht Angst, was passiert mit mir? Und jetzt merkt man, Journalisten wie Aya Velasquez, die es rausgemacht hat, betreiben Informantenschutz. Das heißt, wir, und das ist eben das Wichtige, wir vielen einfachen Menschen müssen genau diesen Menschen, die in diesen wichtigen Positionen sitzen, Mut zusprechen und auch sagen, wir tragen euch, weil wir sind eine riesengroße Bewegung. Diese Veränderungsbewegung, Widerstandsbewegung, wie man es nennen möchte, ist riesengroß und wir tragen euch. Egal, ob ihr aus dem Militär kommt und etwas sagen wollt, aus der Pharmaindustrie kommt, aus den Bundesregierungen kommt, egal woher, wir sind da und fangen euch auf. Schießt, sagt das weniger aus über uns als über sie. Wir sind die Friedensbewegung.